Spritze statt Spiel. Im größten Fußballstadion Frankreichs wird jetzt gegen Corona geimpft. Das ist heute ein Thema bei uns und außerdem haben wir das hier für Sie. Hallo und herzlich willkommen zu Heute in Europa. Schön, dass Sie dabei sind. Das Stade de France nördlich von Paris wurde zur Fußball-WM 1998 gebaut. Doch statt Sportwettbewerben und Konzerten gibt es hier jetzt Corona-Impfungen. In dem Vorort, in dem das Stadion steht, leben viele auf engem Raum. Und viele arbeiten in Berufen, wo Homeoffice und Abstand halten nicht möglich ist. Als Kassierer oder Taxifahrerin zum Beispiel. Für sie ist die Hälfte der Impftermine im Stadion reserviert. Christel Haas berichtet. Entscheidend für diesen Wettlauf ist auch, wie viel Impfstoff es gibt. Und was AstraZeneca betrifft, da will die Europäische Arzneimittelbehörde sich heute zu einem möglichen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und den Fällen von Blutgerinnseln äußern. Sobald es dazu Neues gibt, schalten wir zu unserer Korrespondentin, die das für uns im Auge behält. Für den Moment bleiben wir aber noch in Frankreich. Das Land drückt nämlich nicht nur beim Impfen aufs Gas. Während bei uns angesichts der Zahlen noch über eine Verschärfung der Corona-Regeln diskutiert wird, gilt in Frankreich seit Ostern der dritte Lockdown. Mit Ausgangsbeschränkungen, geschlossenen Geschäften und Schulen. Spaziergänge und Ausflüge sind nur innerhalb eines 10-Kilometer-Radius zur Wohnung erlaubt. Viele wohlhabende Pariser sind deshalb in ihre Wochenendhäuser geflohen. Zum Beispiel auf die Atlantikinsel Île de Ré. Und von dort berichtet Thomas Walde. Ja, dem Virus entfliehen, das ist unmöglich. Eine ausführliche Reportage zu Frankreichs Corona-Weg gibt's heute Abend im Auslandsjournal um 22.15 Uhr hier im ZDF. 18 Meter hohe Wellen. Ein Frachtschiff allein ohne Besatzung. Teile der Fracht verschoben hatten. Die Besatzung wurde dann per Hubschrauber gerettet. Der niederländische Frachter hat aber mehrere hundert Tonnen Schweröl und Diesel an Bord. Und die sollen auf keinen Fall im Meer landen. Heike Kruse berichtet. Die Stadt Lodz in der Mitte Polens ist ein bisschen der Underdog unter den polnischen Großstädten. Nicht so bekannt wie Krakau oder Warschau und als ehemalige Industriestadt an vielen Ecken ziemlich grau. Doch sie ist auch ein Geheimtipp. Denn wer durch die Straßen streift, entdeckt an vielen Häuserfassaden das hier. Große, bunte Streetart-Kunstwerke. Und die verwandeln die Stadt in eine riesige Open-Air-Galerie. An der frischen Luft mit viel Platz, total Corona-konform. Nathalie Steger gibt uns eine Führung. Ja, und wie versprochen schauen wir nochmal auf AstraZeneca. Meine Kollegin Anne Gellinek beobachtet für uns die Pressekonferenz der Europäischen Arzneimittelbehörde. Und Anne, was sagt die Behörde denn jetzt? Also das Update der EMA. Vielen Dank dir, Anne. Und bei uns fehlt jetzt noch das Wetter. Morgen. Das waren die Europa-Nachrichten von heute. Mehr davon haben wir morgen wieder für Sie. Bis dahin, haben Sie einen schönen Abend.